Also dieses Zusammenkommen, ich fand es mega interessant, was für ein Input hier geliefert wurde. Viele kennen mich ja so, wo ich so noch aus der Zeit, wo ich mit der Steadicam fast alles gemacht habe. Mittlerweile habe ich die verkauft und mache viel mit dem Gimbal tatsächlich. Auch witzig, weil der Mike irgendwie gesagt hat, dass der Ronin seine größte Fehlentscheidung war oder sein größter Fehlkauf. Für mich war das der beste Kauf seit langem mit der Gimbal. Also da zeigt es auch wieder so, es gibt einfach unterschiedliche Geschmäcker und unterschiedliche Tools für unterschiedliche Aufgaben und so weiter. Ich habe eine Frage. Habt ihr es wirklich gemacht? Also habt ihr wirklich die Präsentation durchgeschaut? Ich habe tatsächlich alles mit mir. Da habt ihr ja mein Bild gesehen. Ja, klar. Ja. Was denkst du denn? Ich wollte auch schon bildlich gesehen, muss man sagen. Ja, da gibt es ja eine Live-Show. Jasper hat gesagt, wenn das Bild vom Walter kommt, halt auf die Leute drauf. Oh, sorry, das bin ich. Es kommt später. Das ist lustig jetzt, ne? Scheiße. Der Walter hatte eine Folie, wo er ein Vorher-Nachher-Bild hatte von mit oberfreiem Körper. Zu seiner Verteidigung, das Nachher-Bild, du hast einen sehr schönen Oberkörper. Und das wollte er natürlich auch zeigen. Und das wollte er natürlich zeigen. Umso spannender war es natürlich, beim Durchskippen der Folien dieses Foto zu sehen und sich zu denken, what the fuck? Worauf will er da hinaus? Da war ich so neugierig, was da kommt. Aber grundsätzlich, ich war bei allen total neugierig, weil man schön und gut diese Folien zu lesen und die Stichpunkte, aber was dazu erzählt wird, ist natürlich einem nicht klar. Und natürlich, wir haben alle Ahnung vom Filmemachen und so, von diesem Business hin und irgendwie in irgendeiner Art und Weise, aber wenn man liest, du hast das geschrieben, oder bei dir konnte ich es nicht lesen, Gordon, aber dann hat man sich trotzdem gefragt, so, okay, was wird er jetzt dazu noch erzählen? Und das fand ich, war richtig gut umgesetzt, denn die Vorträge fand ich alle sehr, sehr spannend. Wer kennt die Kameramarke Red? Mal Hand hoch. Okay. Ja, irgendwie klar, ne? Es ist so ein bisschen der heilige Gral. Also Dynamikumfang, dafür ist ja auch Red bekannt. Grundsätzlich kann ich auch Mike und Clemens in den Aussagen zustimmen. Ich finde generell so diese Vielfältigkeit und dieses Zusammenkommen halt super geil, weil hier waren, ich dachte, dass es viele jüngere Menschen sind, die hier dazukommen, aber es waren tatsächlich doch sehr gemischt, also von jung bis alt, es waren noch viele Frauen dabei, es waren noch ganz unterschiedliche Arten, ganz unterschiedliche Typen dabei und die Vorträge waren auch sehr vielfältig und das alles im Gesamtpaket fand ich halt einfach super. Das erste Video, was ich hatte, mir ging der Arsch auf Grundeis, weil ich hatte Damien Cooper angeschrieben. Ich stand vorm PC und hab gedacht, ach, der sagt eh nein. Das macht er eh nicht. Warum? Der kennt mich nicht. Ich bin total unbekannt. Kennt mich keine Sau. Und dann habe ich gesagt, komm, weißt du was? Ich hatte Schweißperlen. Schreib's dann an. Er so, ja, klar, machen wir. Okay, wenn ihr das Video seht oder den Podcast, ich bin so nervös. Ich bin total am Zittern. Ich bin total aufgeregt. Und das war immer mehr und immer mehr. Es kamen dann immer die ganzen Kollegen, die heute da sind. Mit denen hatte ich alle schon Interviews. Und das war mega cool. Und dadurch ist das auch entstanden. Ich fand auf jeden Fall die Stimmung. War so mein Highlight. Also ich fand es krass, dass so nach jeder kurzen Pause jeder Speaker so einen tosenden Applaus irgendwie bekommen hat. Ja. Das fand ich schon sehr cool irgendwie. Wir haben mega viel gelacht. Ich glaube, bei jedem Speaker gab es irgendwie manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig lustige Momente. So, nehmen wir dieses Bild mal als Metapher fürs Business. Linke Seite ist so ein bisschen holprig, ja, zäh, es könnte alles besser sein, Umsatz und so weiter. Und rechts ist so das blühende Business, da wollen wir hin. Genau, also die Stimmung hat auf jeden Fall gestimmt. Und was ich auch noch sehr cool fand, war einfach dann so von Abonnenten angesprochen zu werden, die mich nur aus dem Internet kennen und die mir dann gesagt haben, dass sie schon so viele Tipps aus meinen Videos irgendwie auch in der Praxis umgesetzt haben. Und das ist so eine Sache, wenn man so Videos zu Hause produziert, rechnet man irgendwie nicht so damit, dass es wirklich aktiv Leute oder hunderte Leute oder tausende Leute dann auch wirklich einsetzen in der Praxis. Und das ist mega cool, das einfach mal so zu hören, so als Kompliment zu bekommen. Du kennst das vielleicht, Mike, du machst ja auch öfters mal Tutorials und das dann echt. Für mich war das so mein zweites persönliches Highlight, genau. Also du bist halt einfach gewohnt, dass du eine schwankende Auslastung hast. Du hast einfach keine konsistente Auftragslage und darauf bist du konditioniert. Und wenn ich jetzt mit jemandem sprechen würde und dem sagen würde, dass zum Beispiel einer von meinen Coaching-Teilnehmern jeden Monat 20 Anfragen safe bekommt, jeden Monat,
Und das Ganze, obwohl er gerade mal ein Jahr als Filmemacher arbeitet, plus er macht das Ganze in seinem Nebengewerbe, neben seinem 40-Stunden-Job. Ich habe es genauso empfunden. Also die Stimmung und vor allen Dingen, ich glaube, dieser Netzwerkgedanke. Also ich glaube, der Content auf der einen Seite, dass sie halt wirklich von allen Bereichen nochmal so die Hacks von den Leuten bekommen, die sich da wirklich in ihrem jeweiligen Bereich sehr gut auskennen, aber auch dieser Netzwerkgedanke. Also ich glaube, es waren immer so beide Motive, warum die Leute am Ende hier hingekommen sind. Aber gerade auch, wie du gesagt hast, Clemens, ne, so Netzwerken gibt es so gar nicht, ne, so in unserer Branche. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass ihr euer Setup oder die Sachen, die ihr dann zum Set, zum Kunden mitnehmt, zum Dreh, kennen müsst. Ihr müsst wissen, wie die miteinander funktionieren, egal wie viele Kombinationen es da an Setups gibt. Ich finde es auch ein bisschen strange tatsächlich, dass, also warum das, diese Filmemacher-Szene tatsächlich also so gering ist in Deutschland. Weil mein Hauptgrund, wirklich so den YouTube-Kanal zu starten, war, ich habe mich einsam gefühlt als Filmemacher. Das ist kein Witz. Also im Endeffekt hat mir von Sekunde 1 die Connection oder die Kommunikation mit anderen Filmemachern gefehlt. Ich habe mich immer, vor allem auch im Hochzeitsbereich, an Fotografen orientiert. Bis heute, ehrlich gesagt. Und ich habe das Gefühl, dass ich als Filmer in dieser Hochzeitswelt zumindest der Einzige bin, der diese ganzen Erfahrungen gemacht hat, weil ich mich so gut wie an niemanden orientieren konnte, außer an den Amerikanern. Da ist das irgendwie riesig. Dass ihr den Kunden im Fokus habt, dass ihr das Beste für den Kunden wollt, dadurch wird natürlich automatisch eure Leistung, weil ihr euch auch darauf fokussiert, besser. Und deswegen gab es auch mein Vorher-Nachher-Bild im Ding. Aber das Lustige war, das Feedback, was ich dann eben erhalten habe von den Leuten, war: Hey Walter, ich habe genau dieselbe Geschichte wie du. Und ein ganz wichtiger Baustein war einfach das Netzwerk. Es gab Leute, die sind zu mir gekommen und gesagt, ich bin nur wegen dir hierher. Weil, also, die kannten teilweise euch auch gar nicht. Und haben gesagt, ja, ich habe vor kurzem deinen Kanal entdeckt und deswegen bin ich hierher gekommen. Und zwar habe ich für mich immer ein Muster erkannt, das ich immer wieder anwende und repliziere, um im Endeffekt erfolgreich zu werden. Und es gibt einfach immer mehr Quereinsteiger in dem Bereich. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob jemand hier eine Ausbildung, wie ist das bei euch? Marc, oder? Ja. Also ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht. Quereinsteiger, oder? Industriekaufmann habe ich gelernt. Quereinsteiger, Wirtschaftsinformatik. Umweltwesen, digital. Also das heißt jetzt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist das richtig? Hast du richtig gezählt? Du hast falsch gezählt. von 7. Egal, mach das nicht mein Ding. Der Alkohol. von 7 Leuten ist halt einer, hat einer gelernt, alle sind Quereinsteiger. Nur einer kannst du. Das hat also den Vorteil, dass ich komplett farbecht einfach arbeiten kann. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass ein Weißton, der jetzt hier weiß ist, auch wirklich weiß ist. Es ist einfach so, die Welt wandelt sich in allen Bereichen. Egal, ob es jetzt Filmemacher ist oder Kfz oder sonst irgendwelche Geschichten. Die Welt wandelt sich und wenn man da nicht mitzieht, dann verliert man ganz einfach. Wenn man stehen bleibt, verliert man. Und ich habe das schon vor Jahren prophezeit. Ich erinnere mich noch daran, wie ich mit meinen Eltern darüber gesprochen hatte, als ich anfing mit YouTube. Und dieses Potenzial gesehen habe, was daraus werden kann, was aus nicht bei mir nur, sondern ich meine grundsätzlich bei anderen Kanälen, habe denen das erklärt und meinte, ey, Fernsehen wird aussterben. Das wird irgendwann tot sein. So, die Leute haben hier bei YouTube den Vorteil, sie können den Content, den sie sehen wollen, dann sehen, wann sie es wollen. Da habe ich so ein kleines Beispiel, wie gesagt, ich nenne es den Mann in der Wüste. Und wie könnte man jetzt so eine Umfrage erstellen, um jetzt die Zielgruppe zu analysieren. Man könnte sich natürlich fragen, wie lange gibt es schon Ihr Unternehmen? Haben Sie schon mal in Videomarketing investiert? Ja oder nein? Haben Sie Videos auf Ihrer Webseite? Aber das sind alles Fragen, die ich euch nicht empfehlen würde. Ich finde, das ist ein bisschen, da gibt es Analogien zur Musikbranche. Früher war es da so, dass du halt Platten hergestellt hast und dass jemand, der kein Plattenlabel hatte, hatte halt einfach keine Möglichkeit gehabt, seine Musik an den Mann zu bringen. Und jetzt kannst du ganz simpel mit einfachen Mitteln ins Studio gehen, für 100 Euro kannst du einen Song aufnehmen und kannst den distributen über Spotify und Co. und iTunes und so weiter und brauchst nicht zwingend ein teures Plattenlabel. Ich finde, das ist ein sehr gutes Stichwort, das Thema, also Chance. Das nicht als negativ zu sehen, sondern als Chance. Das bringt auch wieder so ein bisschen Fairness rein, gerade dieses Musikbeispiel. Jetzt jemand, der total arm ist, aber total irgendwie gut singen kann, irgendwie schöne Lieder mischen kann, macht auf YouTube quasi dann seinen Content oder postet seine Lieder und dann entscheidet quasi der Markt. Das finde ich geil. Und es gibt keine Bremse für den talentierten Künstler,
weil es mittlerweile jeder, sagen wir mal, machen kann, den Markt zur Verfügung stellen kann. Der Markt entscheidet, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Kleiner Tipp an dieser Stelle von mir nochmal zum Thema Ton. Wenn ihr mit Bands filmt, ich habe da auch schon Videodrehs mit Bands, mit Rockbands, da wurde dann das Schlagzeug, und das war in einem kleinen Proberaum, in deren Proberaum haben wir das Video gedreht. Und wenn die da halt Vollgas geben, dann ist es extrem laut. Also einmal Ohrenschützer sowieso, Pflichtprogramm bei sowas. Und die Kamera sollte auch geschützt werden, was die Mikrofoneingänge angeht. Also ruhig mal ein, zwei Lagen Gaffertape drüber kleben, weil sonst kann das, durch diese Extremgeräusche kann es sein, dass die Membran in den Kameras reißt und dann das Mikrofon komplett gar nicht mehr geht. Als Filmmacher ist es genauso. Vorher musstest du halt sehr viel Budget in die Hand nehmen, um mal deine Filme zu drehen. Heute kannst du viel günstiger einsteigen, und wenn du sehr talentiert bist, hast du die Chance, dass die Leute dich wahrnehmen. Was will er denn eigentlich? Weil er ist in einem Ist-Zustand und einem Soll-Zustand, und der Film ist eigentlich nur das Medium, das ihn die Treppe höher bringen soll. Also musst du lernen, den Kunden zu verstehen. Wie kann ich dem am besten helfen? Welche Art von Film auch? Sekretärin, Sachbearbeitern, also da habe ich von einem Produzenten gelernt, der einen sehr, sehr guten Umgang mit Sekretärinnen pflegt. Also ja, ich wusste, dass der Lacher kommt, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich finde, glaube ich, bei der Musikbranche ist es so, ich glaube, ich habe einen Kollegen mal gehört, der gesagt hat, als er angefangen hat, waren CD-Verkäufe für ihn das Mittel, um an Geld oder an Umsatz zu kommen. Heute hat jeder Spotify. So, jetzt kann er sagen, okay, scheiß Spotify und rumheulen. Oder was hat er gemacht? Er hat sich angepasst und hat gesagt, alles klar, ich biete so Boxen an, wo so gleich ein T-Shirt dabei ist und keine Ahnung, noch ein anderes Album und was auch immer. Also Premium-Boxen für, glaube ich, 90 Euro oder was auch immer. Und macht darüber, also hat sich angepasst, hat gesagt, das ist, so können wir nicht weitermachen. Und gesagt, alles klar, das haut hin. Was macht ihr da hinten, ey? Ja, machen, du bist okay. Du bist Filmemacher oder Videograf und willst 2021 zu deinem Jahr machen? Du bist noch am Anfang oder schon mitten in deiner Selbstständigkeit und willst deine Skills als Filmemacher aufs nächste Level bringen? Dann komm zum Video Mastery Online Event im März 2021. Das erste Seminar-Event speziell nur für Filmemacher. Profitiere von dem Wissen jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Technik. RAW bedeutet nicht immer komplett unkomprimiert. Die Qualität hängt eben von dem Job ab. Die Praxis am Set. Und hier sind so ein paar Tipps, die ihr in der Praxis direkt anwenden könnt. Da seht ihr ganz gut, wie man unterschiedliche Arten zu filmen einfach einsetzen kann. Und dem Marketing. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, habt ihr dann zum Beispiel 8 Anfragen. Dann schreibt mir eine Agentur, hey, hättest du Lust für JBL zu filmen? Und dann durfte ich zu Boateng nach Hause. Mach ich gerne. Sei auch du mit dabei und lerne bequem von zu Hause aus von unseren Speakern. Mike Zuminski, Ferdi, Stefan Lutz, Paul Porter, Robert Miller, Paul Misty, Walter Weber, Gordon Wolfert von Filmmaker Marketing, Clemens Bittner und Sven Zulik. Sichere dir jetzt deine Tickets für die Video Mastery 2021.